Wunderschönen guten Morgen, meine lieben SSYs. Ich war gestern einen trinken mit einem Gospel und deswegen ist das Intro jetzt kurz. Genießt die Sprache. So, hier habe ich jetzt ein Battle rausgesucht vom, das müsste Frühjahr 2016 gewesen sein, Bong Tegge gegen Nidal Nip. Hat auch, glaube ich, das ist das Solo-Battle mit den zweitmeisten Aufrufen, knapp um die 200.000 auf jeden Fall. War ein richtig geiles Battle damals. Ich weiß auch noch, an dem Abend hatte ich einen Comedy-Auftritt in Berlin, aber so ziemlich außerhalb von Berlin, wo ich dann mit Bus und Bahn irgendwie nach Buxtehude musste und dann so durch so einen halben Wald laufen. Ganz schlimm war das, ganz schlimme Veranstaltung, so eine Firmenveranstaltung. Die hatten gar keinen Bock auf Comedy. Da waren, glaube ich, so 500 Leute und die haben nebenbei noch so Bingo und Kicker gespielt und so ein Albtraum auf jeden Fall. Und an dem Abend war ich da gebucht mit Felix Lobrecht. Der kam dann auch irgendwann an. Wir kannten uns vorher gar nicht, haben uns dann da kennengelernt. Und ja, haben dann, ich musste sogar zwei Sets spielen. Also ich musste zweimal auf die Bühne, er nur einmal, habe mich dann ein bisschen damit auch abgezogen. Habe mich dann netterweise noch mit nach Hause, mit zum Kotti genommen. Und da habe ich dann mit Falco, mit Moloch Dilemma noch geschrieben, weil er halt in der Panke war an dem Abend, wo das Battle stattgefunden hat. Und ich wollte halt noch unbedingt dieses Battle halt sehen, das Main Event. Ne? Und ich bin halt ein bisschen zu spät gekommen und da hat er mir halt geschrieben, dicker Nidal Nip 5-0. Und ich so, krass, Alter, wie jetzt, Alter? Also, guck mal, das spiegelt das Battle nicht wieder. Aber natürlich habe ich mich da gefreut, weil es war 3 Monate nach dem Rematch, was ich gegen Bong Tegge hatte. Deswegen, und das ist das Ding, was ich leider live nicht sehen konnte. Habe ich ganz knapp verpasst, kam dann kurz nach dem Battle da noch zur Location. Habe mir alles angehört, mir ganz aufgeregt angehört, wie die Leute dann darauf reagiert haben. Aber Battle steht dem auf jeden Fall nichts nach. Auf meiner rechten Seite! Nidal Nip! Mach mal! Basic, richtig geil, Rest in Peace, hat damals das Ding moderiert, Feuer und Flamme, erste Reihe hat das Ding gehostet, richtig geil, hat Bock, DJ Pete sehe ich da auch, Tierstar, glaube ich, auch hinter Basic, ja, hat immer, hat Battle Rap gefressen, hat Battle Rap auch ein Stück weit nach vorne gebracht, damals mit seinen Performances, Delivery technisch und so, und war halt immer true to the game und hat mich, ich weiß noch, der hat mich auch mal einfach so random kontaktiert und meinte so, guck mal, ich habe hier Connections zu Pelle Pelle, hast du Lust, dir ein paar Sachen auszusuchen? Haben wir uns getroffen, da habe ich mir da irgendwie so ein, zwei Oberteile ausgesucht. Richtig cool, auf jeden Fall richtig korrekt. Ich persönlich in Bezug zu mir kann nur eigentlich nur Gutes sagen. War das alles oder was? Mach mal für Niederlip! Ja! Und jetzt nochmal auf der linken Seite! Bong Tegge! Das war auch so ein Ding, weil das halt, deswegen lächelt Tierstar, glaube ich, auch so, weil das halt 3 Monate nach dem Rematch war und ich habe ja da diese Basic-Imitation gemacht und da hatten schon ein paar Leute Lust drauf, das Original mal zu hören. Ne? Du und deine Lines, Tegge, Tegge. Hinter Tegge steht das Karma und ich glaube, rechts von Karma müsste auch noch Robskew sein. Auf jeden Fall ein richtig stabiler Rücken, den er da aufzubieten hat. Und was, ach, sehe gerade hier, das T-Shirt von Bong Tegge, ne? Genau, Don't Let the Label Label You T-Shirt und ich habe ja vorher diese Line gehabt mit Don't Let the Label Label You Das und der gute Benno dachte sich, das wäre voll lustig, wenn er dann unter dieses Don't Let the Label Label You noch so einen Aufkleber macht so einen, und dann das hinterschreibt, damit dann da steht Don't Let the Label Label You Das ist, ja, ne. Okay, Anfang tut Niederlip. Nein. Anfang tut Bong Tegge auf meiner linken Seite. Basic! Fresse halten! Bong Tegge! Yes! Ey, was los, Berlin? Mein Name ist Bong Tegge. Die meisten kennen meine behinderte Visage bestimmt schon von der Kinderschokolade. In BMCLs werde ich außerdem regelmäßig windelweich geschlagen. Bevor ich jetzt also meinem Image weiter schade, wird's mal Zeit, meinem Stil eine neue Richtung zu geben. Darum nenne ich mich jetzt Iris Vitagen. Das ist echt Negativ-Serie rückwärts gelesen. Ey,
und der Gnom hier heißt Nidalnip. Er kickt die derbsten Strophen. Ich könnte jetzt sagen, ich habe keine Angst vor ihm. Aber das wäre gelogen. Ich meine, ich kenne Tierstar und so, aber er kennt weitaus mehr Ganoven, denn er kommt aus Hannover. Oder wie er es... Er kennt weitaus mehr Ganoven, denn er kommt aus Hannover. Oder wie er es nennt, wo die wilden Kerle wohnen. Ey, und deine Battle-Karriere fing an mit einem 2 gegen 2 auf dem Splash, wo dein unsympathisches Auftreten nur davon getoppt wurde, wie scheiße du rappst. Man merkte, Mighty war Chef, du hingegen warst echt nicht nice. Aber mittlerweile bist du ganz gut geworden und jetzt mal unter uns. Ey, man merkt kaum noch, dass er dir deine Texte schreibt. Ja, ist schon wirklich gut, wie der es macht. Nimmt halt komplett Wind aus den Segeln, macht so, streut so immer ein paar Wahrheiten mit ein. Gepaart mit halt geilen Punchlines, so nach dem Motto. Also ich glaube, der hat schon, auf jeden Fall, der ist so ein Typ, also ich bin auch so ein Typ, der hat auf jeden Fall schon Respekt vor Nidalnip, so abseits des Battles auch, ne, weil die kommen aus einer anderen Richtung so, ne, der eine macht Kampfsport, da sind ein paar Straßenjungs dabei, so, die so und so wirken. Wenn man jetzt so ein ganz lieber Mensch ist, ein ganz unbedarfter Mensch ist, dann flößt einem da schon Respekt ein und der streut das richtig geil rein, so nach dem Motto, ja, ich könnte jetzt sagen, ich habe keine Angst vor ihm, aber das wäre gelogen. Das ist, glaube ich, Real Talk und dann aber versuchen, das Ganze so ein bisschen abzuschwächen, ist auf jeden Fall clever und performance-technisch damals schon auf jeden Fall dicker, ist auf jeden Fall Champions League so, es gibt da keinen bei Diltily oder vielleicht so 2-3 Leute, die da vom Acting oder von der Delivery her rankommen. Ich glaube, das war auch, hat er das, ist das sein erstes Diltily Battle? Da müsste ich jetzt echt mal überlegen. Ich glaube, das könnte aber sogar sein erstes Diltily Battle gewesen sein. Oder ich weiß nicht, ob der vorher schon mal ein Team Battle da gemacht hat. Ich glaube aber, das kein, weiß ich nicht, Alter. Obwohl dieses Don't Let the Label Label You, das müsste ja dann schon sein zweites oder so gewesen. Ich weiß nicht ganz genau. Auf jeden Fall eins seiner ersten im Kreis Bomben-Performance. Darauf wollte ich hinaus. Ey, und mit Mighty Mo lieferte ich mir schon ein gutes Match. Darum verzeih mir, wenn ich sage sorry. Aber was willst du denn jetzt? Ich geh doch auch nicht zu Tyson Fury und sag, ey, geiler Kampf gegen Klitschko, aber es geht doch noch härter. Als nächstes kommt der da. Ey, und der da bringt in seinen Tracks so pseudodiepe Sachen wie, sie waschen dein Gehirn oder Politiker sind Marionetten des Bösen. Ey, von so einer Phrasendrescher-Scheiße kann man echt nur verblöden. Ja, Nidal, die da oben ziehen die Fäden und verbieten einem Bruder seine Stimme. Ich meine, denk mal drüber nach. Es gibt mehr Flugzeuge im Meer als U-Boote im Himmel. Es gibt mehr Flugzeuge im Meer als U-Boote im Himmel. Boah, Alter. Führt er das jetzt gewollt ad absurdum? Oder ist das wirklich eine geniale Line? Dafür ist es noch zu früh am Morgen. Ey. Da fällt mir jetzt wirklich nichts zu ein. Schreibt mal in die Kommentare bitte rein, was ihr denkt, was das sein soll. Ob das jetzt, eine geniale Line ist, ist das sowas wie eine Bad Bar? Ist das, führt der ad absurdum, was Nidalnip in Sachen Verschwörungstheorien so immer auf den Tisch legt? Ist wirklich noch sehr, sehr früh gerade. So deep. Ey, und mir wird ja vorgeworfen, ich imitiere zu oft andere Leute. Aber ich schwöre auf meine Veganer-Ehre. Das lasse ich heute. Als erstes Mal, du Fotzen machst dich über meinen Namen lustig, Bongtaggy. Ja, okay, das macht der Bongtaggy ist auch auf jeden Fall ein begnadeter Schauspieler, so ne, ein super Imitator auch, macht er wirklich gut. Und dieses Intro nach dem Motto, ich glaube, das ist insgesamt jetzt bestimmt schon 3-4 Mal oder so in seinen Battles vorgekommen, das immer einleiten mit, ey, ich habe Leute sagen, ich imitiere oder ich habe keinen Bock auf Imitationen oder eigentlich sind Imitationen scheiße und dann aber trotzdem imitieren. Die Einleitung ist so ein bisschen wack, wenn du das so oft machst, aber er macht es wirklich gut. Wirklich gut. Es gibt Leute, die machen es besser, aber er macht es wirklich gut und er sucht sich auch immer nice Sachen raus. Okay, eine Imitation hat er verkackt, aber das hat da auch jemand imitiert, der nicht zu imitieren ist. Junge, was Bong Taggy? Bong ist mein Vorname und bedeutet Kampf. Das Taggy steht für Terror und macht deinen Leuten Angst.
Und das ist halt geil, das ist halt so ein 1:1-Zitat, also hat er ein bisschen umgedichtet, so von Nidal Nibs ersten Splash-Auftritt, glaube ich, also seine ersten Battle, glaube ich, gegeben, wo der wirklich auf Ernst das gerappt hat, was er so, mein Name ist Nidal Nib, er macht deinen Leuten Angst, so genau in dem Style hat er halt seine Battle-Rap-Karriere quasi angefangen und macht sich halt zu Recht darüber lustig, weil, Alter, so, du battlest hier nicht gegen Straßenleute, der hat da, glaube ich, gegen, wen hat er denn da mal gebettelt? Pacino und noch irgendjemanden. Also es guckt euch diesen Dulli an. Es ist klar, dass ich diesen Trottel rasiere, denn deine verkrampfte Körperhaltung zeigt mir, du rappst hier bloß unfrei, willig, wie eine Prostituierte. Und Nidal, du hast dreimal gewonnen und denkst jetzt, du wärst der Derbste gewesen. Doch auf Menschen, die sich nicht wehren einzutreten, zeugt nicht gerade von Stärke und Ehre. Wow, du hast gegen Dr. Dave gewonnen und gegen Fischer den... Wow, du hast gegen Dr. Dave gewonnen und gegen Fischer den Hänger. Digga, du hast Leichen gefickt und tust so, als hättest du Claudia Schiffer geschwängert. Ja, aber mal ganz im Ernst, Digga, bevor du mich besiegst, fang ich mal mit dem Rauchen an und jetzt stopp! Das waren 3 Sekunden meiner Zeit, damit Dave sich einen bauen kann. Time! Das ist immer schwierig, Alter, ne? Gimmicks und jetzt noch eine andere Person dazu, damit einzubeziehen, komplett in die Hose gegangen auf jeden Fall. Sollte eine Anspielung sein, hat gar nicht geklappt. Dr. Dave war, glaube ich, auch falsch platziert und dann muss die Kamera auf den schwenken. Wer soll den da sehen? Ich fand die Runde Bombe. Also sehr gute Runde auf jeden Fall. Den geil aufs Korn genommen. Plus gute Punchlines. Aber das Ende auf jeden Fall verkackt, leider. Erste Runde! Nidal Nib! Ey, yo! Du wirst hier gleich so kaputt geschlagen, aber vorher, warte mal kurz. Weißt du, was das war, Dicker? Nichts, ich hab nur gerade gefurzt. Ey, yo! Guter Freestyle-Konter. Ey, yo! Was ist noch schlimmer, als sich für ein paar hundert Euro für RTL 2 zur Transe zu machen? Sich für ein paar hundert Euro zweimal von einer Transe misshandeln zu lassen. So. Ja, das ist Real Talk. Ich habe die Line natürlich tot gefeiert, als ich die bei YouTube gesehen habe. Und ich feiere sie natürlich immer noch. Denn sie ist wahr und gut. Und ist ein Bombeneinstieg ins Battle auf jeden Fall. Obwohl ich es nicht schlimm finde, sich 500 Euro zur Transe zu machen. Und ich habe immer noch, sieht man so Kommentare, wo kann man das denn sehen, wo kann man das denn sehen? Dicker, das gibt's nicht im Internet. Das gab es auch noch nie im Internet. Das gab's, das wurde auf RTL 2 damals, 2009, ausgestrahlt. Und dann kam nochmal eine Wiederholung davon, von X-Diaries, als ich damals... Ich war auch nicht als Transe verkleidet. Es war so, wir waren 7 Tage im Urlaub. Die haben uns mit der Kamera begleitet und wir haben da so ein, ich habe eine Wette verloren und dann stand im Drehbuch so, du musst dir Frauenkleider anziehen. Ich so, ja, ist ja kein Problem, Alter. Ich habe schwule beste Freunde. Ich war schon auf Gay-Partys und so. Ist kein Thema, mache ich. Ist ja nicht, passt schon. Aber da wusste ich natürlich nicht, dass ich irgendwann mal auf einer Battle-Rap-Bühne stehe und dass Leute gegen mich verwenden können. Beim Fußball war es schon scheiße, aber sowas natürlich sehr unangenehm. Und da hat mein Freund irgendwie, mit dem ich das damals gemacht habe, mich angerufen. So 2000, wann war das, 2015 oder so, und meinte, Dicker, die strahlen jetzt bald die Wiederholung aus. Wir haben die Wiederholung ausgestrahlt und das war's. Also im Internet gab es nie Clips davon, aber es wurde auf RTL 2 halt im richtigen Fernsehen ausgestrahlt, einmal 2009 oder 10 und dann kam die Wiederholung nochmal, da wurde nochmal die ganze Staffel wiederholt, 2015, und die wird bestimmt auch nochmal irgendwann wiederholt. Genau, deswegen, also man findet bei YouTube nichts, also ich habe auch natürlich gesucht, Alter, bei YouTube, man findet nirgendwo was. Es sei denn, RTL 2 macht, gibt halt diese Folgen da wieder frei. Ey, eigentlich wollte ich dieses Match am Anfang nicht machen. Aber nicht, weil du nicht auf einer Stufe mit mir bist, Mann. Und ihr braucht doch nicht zu denken, dass ich vor dem Hurensohn da Schiss hab. Nein, ich komme mir einfach nur übel schäbig dabei vor, mich mit einer Schlampe abzugeben, die mein Bruder schon gefickt hat. Oh!
Anspielung auf Mighty Mo, ne? Weil Mighty Mo ja gegen Dingsbums Bongtegi da auch schon gewonnen hat. Aber man hört wieder auch hier jemanden, wie er gnadenlos übertreibt in Sachen Hype. Ne? Jeder hat seinen Hype-Man, also es gibt Hype-Man, gibt's, ne? Leute, die hinterstehen und so, bo, bo, hol ihn dir und so, Hype-Man. Aber es gibt schlechte Hype-Man auf jeden Fall. Ich sehe nicht genau, wer es ist, aber einer übertreibt hier komplett seine Rolle und macht ganz lange bo. Obwohl es keine würdige Punchline war. Nicht, weil du nicht auf einer Stufe mit mir bist, Mann. Und ihr braucht doch nicht zu denken, dass ich vor dem Hurensohn da Schiss hab. Nein, ich komme mir einfach nur übel schäbig dabei vor, mich mit einer Schlampe abzugeben, die mein Bruder schon gefickt hat. Oh! Der Miley hat der Nutte da so hart besorgt, dass sie sich verliebt hat und ihn seit diesem Tag an stalkt. Ey, ich schwör's euch, jedes Mal, wenn er ihn trifft, fällt er sofort auf die Knie fürs Gebet. Auf den Splash hat er sogar vorgeschlagen, dass er ihm einen bläst. Deswegen hat er auch dieses Match gegen mich angenommen. Nicht aus Rivalität, nein, er hat sich einfach nur so sehr erhofft, Mighty endlich wiederzusehen. Junge, du wirst heute wieder zerlegt. Ich bin zurzeit ungeschlagen. Mann, ich hätte dich sogar heute Morgen beim Scheißen mit der Zeitung geschlagen. Denn du bist ein Niemand, Benno, und kannst mir weder mit Technik noch mit Personals drohen. Und du brauchst auch nicht jedes Mal erwähnen, dass du erst 2 Jahre rappst. Dicker, das hört man auch so. Das ist natürlich, das sind gute Punchlines auf jeden Fall. Das mit dem, wenn er sagt hier, pipapo, du bist sogar zum Splash gekommen und du wolltest Mighty einblasen. Ich weiß nicht, Alter, sowas, das ist dann halb, soll das Real Talk sein? Soll, offensichtlich hat er das natürlich nicht gemacht, aber dann erzählt es nicht so, als wenn es passiert wäre. Ich weiß nicht, ist so ein bisschen, weiß ich nicht, weil wenn du das Ganze darauf aufbaust, nach dem Motto, was ich auch glaube, dass Mighty Mo halt, dass Bongtegi halt Mighty Mo nach dem Battle gefeiert hat oder sich freut, wenn er den sieht, kann ja sein, dass der den so ein bisschen begeistert hat, aber dann, wenn das der Punkt ist, dann stell es nicht so dar, wie du es jetzt gemacht hast. Aber die Punchline mit dem Rappen ist natürlich gut, weil er es wirklich halt immer gemacht hat, nach dem Motto, ja ey, und ich bin ja seit einem Jahr auf der Bühne, ich bin ja seit 2 Jahren auf der Bühne, und dann ist natürlich eine gute Punchline, das so auszuhebeln. Glaub mir, Benno, dein Hype ist schneller abgelaufen als mein Datenvolumen. Ach was, noch schneller abgelaufen als die Sohle von deinen Caritas-Schuhen. Besser du wärst heute Abend untergetaucht und ich will auch Rapper Mittwoch nicht fronten. Doch du hast das Niveau da so hardcore runtergeschraubt. Seitdem lassen die wirklich jede Fotze ans Mic ran. Und ich meine auch nicht diesen muslimischen Feiertag, wenn ich sag Opferfest bei Ram. Und jetzt servierte mir nach Mighty P hier die nächste Rapper-Mittwoch-Größe. Dicker, mach mal nicht auf bösen G, denn ich kann niemanden ernst nehmen in einer Röhren-Jeans, die so eng sitzt, dass man den Umriss seiner Möse sieht. Ey! Bongtegi trägt keine Röhren-Jeans. Und ich finde es auch ein bisschen mutig zu sagen, jetzt serviert ihr mir nach Mighty P den nächsten so und so, weil du hast gegen Mighty P verloren. Für die Leute, die sich jetzt denken, what the fuck, was erzählt er da, wiederhole ich das gerne nochmal. Du hast gegen Mighty P verloren. Also Nidal Nip hat gegen Mighty P gebattelt auf der Rapper-Mittwoch-Bühne und hat das Battle, glaube ich, ganz knapp verloren. Weil er nicht überzeugen konnte auf der Bühne und weil Mighty P so eine ungewohnt gute Leistung abgeliefert hat, dass einfach die Überraschung über Mighty P's gute Leistung oder laut Ben Salomo der beste Mighty P aller Zeiten, so groß war, dass man dann halt diese Leistung von Nidal Nip so ein bisschen geschmälert. Also alle haben nur gesehen, Mighty hat sich gesteigert und Nidal Nip hat halt nichts gebracht, wo man sich jetzt dachte, krass, okay, heftig. Ganz solide gemacht. Im Nachhinein müsste man eigentlich nochmal sagen, wären unentschieden oder eigentlich, wenn du auf den Inhalt gehst, eher in Richtung Nidal Nip. Aber an dem Abend gefühlt, habe ich Nidal auch nach dem Battle gesagt, weil er mich auch nach meiner Meinung gefragt hat, hätte ich es, glaube ich, auch ganz, ganz knapp an Mighty P gegeben, weil dieser Live-Moment einfach dieses, wow, Mighty P macht keine Fehler und ist sogar gut, hat sogar gute Lines gegen Nidal Nip mit seiner komischen Rucksack-Aktion und seinen ganz normal soliden Leistungen halt für weniger Emotionen so ein bisschen gesorgt hat, was jetzt so Begeisterung für Punchlines anbetrifft. Deswegen, also, das würde ich, also, wenn ich, ich würde, ich stelle mich, würde mich auch niemals in Battle stellen und sagen, Dicker, erst kommt ihr mir mit Beisam und dann kommt ihr mir mit Jizzy.
wenn ich ganz genau weiß, in den Battles sah ich nicht gut aus. Das waren Festival-Battles, die man den Gegnern geben kann, ne, die ich verloren habe, obwohl die unjudged waren. Diese Battles führe ich doch nicht an, wenn ich jemanden aufzähle, wenn ich jemanden aufzählen will, wie krass ich bin. Und weil die Mutter von Bong Taggy viele Schwänze saugt, hat die Nutte selbst im Baggy miesen Camel Tau. Ich schwör's euch. Ich schwör's euch, ey, ich schwör's euch. Die Schlampe hält sich für einen Battle Scout, nur weil sie Rapper Schwänze vor den Battle Scout. Ey yo. Ey yo, check das aus. Meine Leute verkaufen Gras, damit sie Geld haben. Seine Leute kommen sich hart vor, wenn sie Pelz tragen oder Fahrrad ohne Helm fahren. Also geh mal blasen bei deinen Eltern, Junge. Das hier ist Straßenattitüde gegen Nagelmaniküre. Junge, ich box dich zu Brei. Komm hier vorbei, hol mir ein paar Scheine ab. Pusher-Style, wenn er mal Zeit hat, spielt er immer Minecraft. Denn da kann er auch mal kurz ein Blockjunge sein. Das Einzige, was wir beide gemeinsam haben, ist, wir sind Maschinenbauer. Dabei bin ich mehr die Maschine und er ein Bauer. Witzig. Das ist von der Betonung auch so ein bisschen fehlerhaft, finde ich. Wir sind beide Maschinenbauer. Deswegen bin ich so die Maschine und er ein Bauer. Ist halt so, ne? Also dann er so der Bauer wäre vom Klang ein bisschen besser gewesen und Maschinenbauer, ich die Maschine, du der Bauer, Bauer auf Bauer. Hätte man auf jeden Fall geiler machen können, den Angriffspunkt so, aber passt, hat er trotzdem gezogen. Was? Das war's aber auch. Nach dem Battle befördert man dich auf einer Trage hier raus, denn Rap ist wie unser Studium, Dicker. Ich bin dir ein paar Jahre voraus und jetzt Hadeland, ciao, du Fotze. Mach Bayern! Das ist natürlich super, super schwer zu bewerten, das Ganze, weil das zwei ganz unterschiedliche Herangehensweisen sind. Der eine streut ein paar Scherze ein, meint es aber im Grunde genommen ernst, will den Gegner halt, also Nidal Nib will Bong Taggy halt wirklich leicht in der Tiefe angreifen, so was du erzählst, wie du brauchst das nicht zu sagen, man hört das auch so. Meine Leute sind so, deine Leute sind so, das sind ja schon eher so Real Talk-Geschichten, wo man einen ernsthaft mit angreifen will und Bong Taggy versucht halt, ihn lächerlich zu machen. Ne, ist auch eine Variante, so ist halt schwer gegeneinander aufzuwiegen, das Ganze. Vom Gefühl her würde ich sagen, ist Nidal Nib jetzt ganz knapp vorne in der ersten Runde. Liegt aber vielleicht auch daran, dass das die letzte Runde, die man gehört hat, hat immer mehr Impact auf einen selber mental so. Ja, Bong Taggy hat also für meine Verhältnisse das Ganze in dem Battle ein bisschen zu lustig, ein bisschen zu harmlos und Nidal Nib kommt halt mit mehr Ernsthaftigkeit rein. Aber was das Wichtigste ist, beide haben halt Punchlines. Also ernsthaft lustig kann man jetzt immer gegeneinander wiegen, aber beide haben Punchlines. Beide sind gut. Das ist ein krasses Level auf jeden Fall. Das darf man nicht vergessen. Also es gibt da jetzt eigentlich fast gar keine Füller. Also Nidal Nibs Runde kam mir aber auch ein bisschen länger vor, muss ich ehrlich sagen. Kann auch sein, dass es nicht stimmt, aber beide haben auch wirklich gar keine Füller. Also, das sind so kurze Runden, die die beiden haben, dass es sofort auffallen würde, wenn jetzt irgendwie mal so zwei oder vier Zeilen nicht ziehen würden. Deswegen, also ist bei denen eigentlich quasi gar nicht der Fall. Deswegen, das Niveau ist schon sehr, sehr hoch. Zweite Runde, Bong Taggy! Ey, bevor ich jetzt anfange, muss ich mal ganz kurz was ausprobieren, ja? Ruhe! Ey, das ist echt ganz angenehm, wenn hinter ihm so eine Bande steht. Ey, bei jedem Battle hast du deine Crew im Rücken. Und die sehen echt so aus, als verbreiten sie Furchtsamkeit im Lande. Aber ich hab die Jungs letztens in München kennengelernt und ich verspreche euch, ey, die Jungs sind netter als die Gummibären, Mann. Real Talk! Kein Scheiß, Alter. Ey, der Asiate da, der ist so nett, dass es schon fast gestört ist. Mein Timo hat ihn letztens zum Ritter geschlagen. Jetzt ist sein Name Sir Wiss. Okay. Also erstmal, es ist ein super Angle auf jeden Fall, dieses ganze Crew-Ding da so ein bisschen zu entschärfen, weil die machen schon so ein bisschen auf hart. Der eine
Ich zeige mal ganz kurz hier. Der Kollege hier, der Rotschopf, hat halt wirklich so immer so einen Psycho-Blick drauf, ne, um die Gegner halt so ein bisschen, glaube ich, aus der Reserve zu locken. Der Asiate ist eigentlich auch immer so. Der hat schon wirklich immer einen vernünftigen Rücken dabei. Es sind jetzt nicht so die Todeskanten, aber die sind auf jeden Fall eher so nicht zum lustigen Supporter als zum Eindruck machen. Ne, was so ein bisschen Aggression angeht. Und Bongtegi ist natürlich ein super cleverer Typ und ein super geiler Winkel, das erstmal alles zu entkräftigen. Nach dem Motto, Dicker, ihr macht die auch so, aber ihr seid lustiger als die Gummibärenbande. Und Niedernip stimmt auch noch mit ein. Ne, das ist halt schon ein bisschen krass. Warum man das jetzt mit einer Bad Bar wieder garnieren muss, bleibt mir ein Rätsel, so, weil das ist, Mann, machst du einfach nicht. Du hast so einen cleveren, guten Ansatz. Und dann kommst du mit so einer Scheiße wieder. So nett, dass es schon fast gestört ist. Mein Timo hat die letzten zum Ritter geschlagen. Jetzt ist sein Name Sir Viz. Und das ist halt so, also, das ist so wack. Das ist so scheiße. Also es ist halt dieses, man weiß noch nicht, ist es eine gewollte Bad Bar, ist es keine Bad Bar, aber wenn du das für lustig empfindest, stimmt irgendwas mit dir nicht und so. Zu einem kleinen Prozentsatz, weil der Rest ist ja Weltklasse. Ey, und der da hinten, von dem du so große Töne spuckst, dass er so böse guckt. Ey, man bekommt anfangs wirklich das Gefühl, man wird einen Mörder betrachten. Aber er meinte zu mir, Real Talk, er mag meine Stimme. Und ich sollte doch mal Hörspiele machen. Bombe. Und schon ist das ganze Ding dem Erdboden gleich gemacht. Ich meine, Nina nimmt es ja auch mit Dingsbums, die lachen sich ja selber alle behindert so. Aber so ist das ganze Ding direkt dem Erdboden. Keiner von denen braucht jetzt im Laufe des Battles nochmal irgendwie böse gucken oder Aggressionen versprühen. Oder Nieder braucht eigentlich auch keinen mehr, kann keine Line mehr bringen nach dem Motto, ey, wenn ich und meine Jungs so und so machen. Bombe. Bombenwinkel, super umgesetzt, Killer. Und dann noch mit Real Talk das Ganze unterlegen können und der andere verneint das nicht mehr. Clever. Super clever, geil gemacht, ey. Dann ist das jetzt nur für dich, ja? Niedernip und der Sprengstoffgürtel. Gelesen von Bongtegi. Es war einmal ein Terrorist, weit weg von Bagdad. Der war Kickboxer, Ticker und Reimkettenbastler. Der hatte einen Quadratschädel, wie einmal nach Dalla, und sah damit ein bisschen aus wie ein Minecraft-Charakter. Da liegt jetzt Wert auf Reime. Geile Nomenreime auf jeden Fall. Und der kleine Nieder war nicht gerne unter Leuten, denn er reichte ihn nicht selten nur bis zu Schenkeln oder Fäusten und warf öfters mal ein bisschen Sprengstoff in die Meute. Naja, und wenn er nicht gestorben ist, och, dann steht das Pentagon noch heute. So, und das ist wieder so, Alter, könnte ich jetzt wieder komplett durchranten, weil, ah ja, der Chief guckt zu Recht, Alter, ein, weil ein Volluntermensch einfach sich, Mann, ey, ich will ja auch nicht schon wieder, das geht einfach nur um Senkel, aber das ist, die Person weiß es wahrscheinlich selber und das ist einfach das Schlechteste, was du machen kannst. Mann, Alter, einfach eine Punchline vorsagen, so, ey. Und auch noch falsch vorsagen. So nimmst du das einfach, so nimmst du, so fixst du den Protagonisten einfach. Ey, mal ganz im Ernst, Alter, du reichst mir nicht. Falls ihr das nicht gehört habt. Und der kleine Nieder war nicht gerne unter Leuten, denn er reichte ihn nicht selten nur bis zu Schenkeln oder Fäusten und warf öfters mal ein bisschen Sprengstoff in die Meute. Naja, und wenn er nicht gestorben ist, och, dann steht das Pentagon noch heute. Ey, mal ganz im Ernst, Alter, du reichst mir nicht mal bis zu den Nippeln und machst dir einen auf hart, du Vollhorst. Ey, ich meine, egal wie lang deine Parts sind, das bleibt immer noch Smalltalk. Props an Malte. Ey, und gegen Mars B hast du ja folgenden Vers gedroppt. Die Augen sind die Fenster zur Seele. Wohnt deine Seele dann im Erdgeschoss? Ja, hat er sich auf jeden Fall gut inspirieren lassen vom Roaster himself, ne? Hat er schön sich inspirieren lassen von Cynic gegen Jack Dragon. Passt aber, gut umgesetzt. Ey, und Nidal hat ja angeblich Bars und zicke Wie-Vergleiche. Aber ich muss sagen, ich finde die ziemlich scheiße. Aber nehmen wir deine Lines doch mal ins Wie. Siehe, und ich erzähle euch sicherlich nichts vom Pferd. Obwohl ich ihn jetzt zitiere. Komm mal, Nidal, so. Ey, du bist hart broke wie ein gebrochenes Herz. Ja.
Das ist krass, Alter. Ich erzähle euch nichts vom Pferd, wenn ich ihn jetzt zitiere, um dann den Gegner damit dissen zu wollen, dass der Gegner gesagt hat, ey, du bist hart broke wie ein gebrochenes Herz. Das sind Fehler, die macht er heute nicht mehr. Die macht er heute nicht. Der hat krass gelernt, wirklich krass gelernt, und er ist gerade jetzt nach diesem Ding, was man nach den letzten beiden gegen Jarambo und Mikesh, wie der da performt hat, muss man sagen, ob man will oder nicht, gerade einfach der stärkste Battle Rapper im Kreis. So, Punkt. Ist einfach so. So, den im Kreis bei Diltili zu schlagen, ich wüsste nicht, wer das momentan bewerkstelligen könnte. So, das ist aber auch, weil der lernt. Er kommt mit schlechten Scherzen rein, mit ultra schlechten Scherzen. Eine Punchline, keine Bad Bars. Punchlines, die einfach nur scheiße sind, wo er es nicht weiß. Dann hört er von irgendjemandem, der ihm das geflüstert hat, es gibt auch Bad Bars. Dann kommt auf einmal, ey, wer hat Lust auf Bad Bars? Dann zieht er das ein bisschen durch. Dann merkt der Dicker, die sind auch scheiße. Und feilt immer mehr siebt immer mehr aus. Hat natürlich mit Papi Schlauch und Brian Damage auch gute Leute um sich rum. Aber sein Kopf, denke ich, ist schon für das alles verantwortlich. Und steigert sich so und so und so und so krass. Das Ding ist nur, der hat halt diesen Stempel jetzt, diesen Verliererstempel, den er sich über die ersten Jahre wirklich verdient hat. Hat er immer noch so dieses Verliererfleckma, aber wenn man ehrlich ist, muss man das eigentlich ausradieren, weil die letzten Leistungen, also der lässt Leute doof aussehen, die zu den Besten gehören. So. Deswegen ist das so ein bisschen, das war auf jeden Fall noch die Zeit, wo dem ab und zu mal so ein Mist passiert ist, was dem heute nicht mehr passiert. Weil Frauen mich dann ihre scheiden lassen, wie gescheiterte Ehen. Ey, oder dann sowas wie, ey, deine Frau ist wie ein Aschenbecher, jeder drückt sein Stummel rein. Ich mein Nieder, das ist nicht mal eine Bad Bar, das ist einfach nur eine dumme Line. Ey, und was reimt sich auf, wir beide wissen ganz genau, wer im echten Leben der Verlierer ist. Naja, Nieder in Nipp. Aber so dumm ist Nieder gar nicht, ne? Der kann zum Beispiel, ja, Fressen polieren, KIZ buchstabieren. Hat auch einen geilen Wechsel immer drin von mal schneller, mal langsam, dann mal den Style, dann mal den Style. Das macht er echt gut, ey. Mit Essen jonglieren. Ey, nee, mal im Ernst, er hat einen Bachelor, wie er schon gesagt hat. Und wir haben sogar dasselbe studiert. Aber jetzt mal unter uns. Sag mal, hast du dafür länger gebraucht als 6 Semester? Ja? So ein typisch Studentenrapper. Eine Sache noch, ne? Du Eine Sache noch. Ey, du prahlst ja immer damit, deine Drogen zu ticken und deinen Dope wegzuspliffen. Dein Ernst? Dicker, so musst du kiffen! Ist auch wieder ein verkacktes Rundenfinale, Alter. Das ist so eine Anspielung darauf gewesen, dass Nidal Nipp hat das mal gebracht bei seinem Kollegen, der Rotfuchs, dass er dem mal gesagt hat, ey, so musst du gucken. Und der hat halt wirklich so Psycho geguckt und das war dann halt relativ lustig. Und er wollte es halt jetzt flippen nach dem Motto, ja, so musst du kiffen. Und Dr. Dave kriegt es erstmal gar nicht hin, da irgendwie vernünftig was rauszupusten. Und ist natürlich so, ist ein bisschen Fremdscham so. Aber Leute lachen trotzdem drüber, in gewissem Maße, aber ist eigentlich verkackt. It's time, it's vorbei. Starke Runde. Zweite Runde. Ey, yo. Jetzt wird der Spaß, den missbraucht. Du sagst, so muss ich kiffen. Dicker, ich hab seit 2008 nichts geraucht, ja. Ey, yo. Nicht Daumen nach unten fürs Nicht-Kiffen. Super. Mach ich auch nicht. Aber kein guter Konter. Und du sagst, ey. Ey, halt deine Fresse, du Vogel. Ey. Pass auf! Ey, jetzt mal ruhig hier, ey! Ey, und du sagst, meine Jungs sind der Shit und voll freundlich, ja, das weiß ich, ja? Aber wo ist jetzt der Diss? Ich peinlich nicht mehr! Okay! Cynic gegen Cassius Clay. Ey, yo! Es ist Benno, der Gitarren hält! Er machte schon von früh auf Musik,
Besonders auf dem Piano war er der übelste Freak. Er war immer nur am Pauken und übte sehr viel. Ich dagegen hab höchstens mal beim Fußball auf den Flügeln gespielt. Ey, also komm mir nicht mit Schlagzeug und so ein Scheiß. Du kriegst einen Schlag in deine Fresse. Ich konnte auch mal Noten lesen, doch es waren meistens schlechte. Also Battle-Rapper sehen den natürlich, riechen den natürlich 8 Kilometer vorher schon. Ich konnte auch mal Noten lesen und da weiß jeder schon, was kommt. Jeder weiß, was kommt. Aber für die Leute, die in der Crowd, kam es wahrscheinlich ein bisschen überraschend oder ein bisschen aus dem Off so. Und es ist aber auch, es ist eine solide Punchline auf jeden Fall trotzdem. Okay, zugegeben, ich war nie sehr musikalisch. Doch dafür ging ich ab auf Engelstrompeten. Mann, ich dachte, Saxophon wär so ein neues Handy aus Dresden. Das ist zum Beispiel jetzt schwierig, Alter. Ich glaube, wenn er die anders gebracht hätte, wär's eine Bad Bar gewesen. So ist es aber doch noch lustig genug, dass man sagen könnte, ist keine. Weil, wenn er jetzt zum Beispiel gesagt hätte, ey, wie nennt man ein Handy aus Dresden? Saxophon? Dann wäre es so ein bisschen blödel Bad Bar rübergekommen, aber dadurch, dass er die Punchline so ein bisschen anders strukturiert, so nach dem Motto, ich dachte, Saxophon wäre ein Handy aus Dresden, dauert es ein bisschen länger, ist dann eher so eine, anstatt so, boah, einfach nur Bad Bar. Deswegen ist er auch knapp dran vorbeigeschlittert. Ich persönlich fand die auch gut. Ist nicht übertrieben gut, aber gut. Ey, wo ist dieser Taiti, Junge? Ey, pass auf, Junge. Wenn ich Zeilen schreibe, bin ich wie dieser Typ da, ja? Weil ich tight am Mic bin. Das ist natürlich, alter Falter, grausam. Wer ihn nicht kennt, ne, Taiti, tight am Mic, dafür bekannt, dass er immer in geschlossenen Lokalitäten mit Sonnenbrille rum ist. Das Thema haben wir durch, ne? Gibt's keinen Grund für, aber jeder soll machen, wie er meint. Aber der heißt halt als Künstler oder hieß als Künstler tight am Mic. Und Nidal Nip sagt noch, ey, wo ist eigentlich Taiti? Sucht den dann und sagt dann die Line, ja, ich bin so wie er, weil ich tight am Mic bin. Das ist so, Alter, ey, noch, ey, beschreib doch noch mehr, was du gleich machst. Yo, ey! Ey, wo ist dieser Taiti, Junge? Ey! Pass auf, Junge. Pass auf, ja. Wenn ich Zeilen schreibe, bin ich wie dieser Typ da, ja? Weil ich tight am Mic bin. Wenn ich Zeilen schreibe, bin ich wie dieser Typ, weil ich tight am Mic bin. Also schreibst du Zeilen, während du am Mic... Nein, einfach nein. Wenn Leute wie er mal Zeilen schreiben, ist das wie an einer Geige zu zupfen. Denn wenn du Ahnung hättest, würdest du die Saiten streichen. Ey, yo, aber... Ey, aber wozu erzähle ich euch eigentlich den ganzen Musikerscheiß? Ich wollte es nur deutlich machen, damit es auch der Loser begreift. Man kann alle Instrumente lernen, Benno. Nur nicht das Mic. Verstehst du, Junge? Auf den ersten Blick bezogen, super deeper, super geiler Satz, finde ich auch real. Ne, man kann alle Instrumente lernen, nur nicht das Mic. Stimmt aber nicht, weil man das Mic natürlich auch lernen kann. So, aber vom Grundprinzip her kann man schon verstehen, worauf er hinaus will. So, also Gitarrenstunden sind, glaube ich, was anderes als wirklich jahrelang einfach am Mic seine Skills irgendwie... an seinen Skills zu feilen, so. Ich hab den Dreck in den Wehen. Du kommst aus einer beträchtlichen Gegend. Setz dich dann täglich vor'n Spiegel. So, was ist denn eine beträchtliche Gegend? Spiegel und übst dich wie ein Rapper zu geben. Jo, Alter, fresh, ey, auf jeden. Hey. Aber wenigstens macht jetzt das Bong in seinem Namen auch einen Sinn, ohne Scheiße. Denn du bist von innen hohl und eine stinkende Pfeife. Ah, muss ehrlich sagen, ne, da hab ich persönlich, also ich persönlich, schon bessere Bong-Vergleiche gehört. Ey, Benno wurde regelmäßig von seinem Dad in Mathe getestet. Währenddessen hab ich mit Bitches meine neue Matte getestet. Ey. Und ich bin auch kein Veganer, doch ich hasse Hackfressen. Vor allem die, die nur am Mike Eier haben. Oder wenn sie sich am Alk vergreifen. Doch in echt lässt du dich doch von jeder Pussy abziehen, so wie Kalkwachsstreifen. Ey, Benno,
Du hast also den Guitar Hero Rekord in Deutschland geknackt? Ey, also mir zeigt das halt nicht nur, wie wenig Freunde du hast. Ey, dass deine Rabeneltern, anstatt ihren Sohn zu erziehen, lieber Kohle verdienen. Und wenn der Vogel mal stresst, ach, dann kriegt er ein paar Beruhigungspillen und wird vor die Konsole gesetzt. Ey, und was macht so ein High-Society-Ehepaar, das eigentlich keine Kinder mag? Na, ganz einfach. Er schickt den Hurensohn aufs Internat. Ey, Benno, jetzt mal ernsthaft. Welcher Mutter kommen denn nicht augenblicklich die Tränen, wenn sie nur daran denkt, ihr Kind wegzugeben? Aber naja, unter diesen Umständen kann ich sie schon ein bisschen verstehen. Junge Mann, ich fick dich extrem und missbrauche deinen Arsch. Ich jag den Laden in die Luft, du höchstens Tauben im Park. Also besser schaufel dein Grab. Benno, mögest du in Frieden ruhen. Mann, ich hab dich schon mal hier verlieren lassen. Und ich werd's heute wieder tun. Grüß an Papi Schlauch. Time. Mach mal ja, also da würde ich sagen, geht die Runde relativ klar so an Bong Taggy. Bis auf zwei Bad Bars, super Punchline-Dichte gehabt. Alles clever so gelöst. Nidal Nip jetzt, das ganze Musikding ist so ein bisschen daneben gegangen, da sind so ein, zwei Sachen hängen geblieben und das mit den Eltern, ich weiß nicht, also Internat ist ja offensichtlich falsch, wie Bong Taggy da auch schon verneint, so nicht bestätigt hat, deswegen, würde ich sagen, steht es jetzt erstmal 1-1. Mit leichter Tendenz zu Bong Taggy, weil man ja auch immer die, immer den ganzen Verlauf des Battles sehen muss. Ne? Das heißt, es macht immer mehr Eindruck, wenn einer schwach anfängt und stark aufhört, anstatt wenn einer jetzt entgegengesetzt agiert. So zum Ende hin entscheiden sich dann meistens die Battles. Dritte Runde! Dritte Runde! Bong! Taggy! Wow! Ein ganzer Instrumentenskill! Was für sicke Ideen! Wenn du jetzt noch sagst, dass meine Mutter mich nicht liebt, dann hast du es mir so richtig gegeben. Deine Runde, die fand ich echt riesig, aber ich will mal zwei Sachen klarstellen. Erstens, ich war nicht auf dem Internat und zweitens, meine Mama liebt mich. Pass mal auf. Jetzt kommt das Ende von Nidal Nip und seinem fiesen Blick. Ich geb dir Faustschlag nach Faustschlag, bis dein Kiefer bricht. Wenn ich dich widerliche, Nidal Bitch mit 7 Kicks. Ah, ich hab euch nur verarscht, Leute. Ich hab überhaupt gar keinen dritten Part geschrieben. Yeah! Dann geht's jetzt mal weiter mit. Ja, aber immer sehr, sehr viele Referenzen, sehr, sehr viele anders. Deswegen ist es auch schwer, diesen Charakter Bong Taggy, diesen, und sei es nur ein Battle-Rap-Charakter, den irgendwie zu greifen, so, weil es wird sich immer hier bedient, da bedient, also die eigene Note bleibt halt voll auf der Strecke. Ne, wenn du halt, du bist in allem gut, du kannst auch geil imitieren, du kannst auch, du hast viele Referenzen, nimmst viel aufs Korn, aber wenn du nicht einmal wenigstens so einen halbwegs ernsten Moment hast, wo man das Gefühl hat, okay, so bist du, okay, das ist deine Meinung. So, dann ist das deine ernste Meinung. Und die muss ja nicht unbedingt edgy sein, aber dann irgendwas, äußer mal irgendwas. Ne, wenn das nicht kommt, dann ist man halt so schwer zu greifen, dann ist das Ganze so ein bisschen glatt. Und das ist, glaube ich, das Einzige, was fehlt. Dass egal, wenn man irgendeine Line hört oder irgendwas hört, kann man nie sofort sagen, ja, man, doch, ey, Dicker, das ist Bong Taggy halt, das ist Bong Taggy. So, das gibt's halt nicht. Abgesehen davon, dass der Rest überm Durchschnitt ist, gar keine Frage. Aber das ist das Einzige, was man so ein bisschen bemängeln muss neben den Bad Bars. Freestyle, würde ich sagen. Schabas. Pass auf. Ey, deine Aussage reduziert mich nicht auf mein Terroristen-Image, finde ich lächerlich. Wenn die ersten beiden Tracks, die man von dir auf YouTube findet, heißen AK-47 und Terrorist. Außerdem heißt dein Name Bin Laden, wenn man Bin Laden dreht, und du sagst obendrein Sachen wie, ich bin der Beweis dafür, Bin Laden lebt. Ey, du bist Bin Laden. Dann bist du der Hurensohn, der die Schuld daran trägt, dass man sich jedes Mal halt nackt machen muss, wenn man zum Flughafen geht. Super geil. Richtig, hat auf jeden Fall getroffen, ne? Nach dem Motto, ich will kein Terrorist sein, dann aber mit belegbaren Beispielen sagen, hör mal zu,
Du widersprichst dir gerade, sich selber zu widersprechen ist immer scheiße, ist immer ein Minuspunkt. Deswegen sollte man darauf immer achten, dass man das nicht tut, auch wenn es den meisten super schwierig fällt. Und dann hat er natürlich schön die Kurve bekommen nach dem Motto, okay, dann bist du der Hurensohn, und Niederlip stand schon so da nach dem Motto, okay, willst du auf die Schiene kommen jetzt und so, und dreht das Ganze aber nochmal ab nach dem Motto, du bist der Hurensohn, der dafür verantwortlich ist, dass man am Flughafen sich umziehen muss oder ausziehen muss, ist natürlich dann wieder so in die lustige Richtung gesteuert, dass du halt nicht böse sein kannst. Sehr, sehr clever und gut gemacht, ey. Ey, deine Eltern wollten nach Bim kacken und Bimse Hautentzündung sicher keinen Dritten zu. Geh nochmal. Deine Eltern wollten nach Bin kacken und Bin der Hautentzündung sicher keinen dritten Sohn. Seine Mutter so, Bin schwanger und sein Vater, Bin kurz Kippen holen. Das grenzt an Genialität auf jeden Fall, möchte ich sagen. Das ist höchst kreativ, reimt sich nice, hat Gegnerbezug, hat genug Gegnerbezug. Ist aus Comedy-Sicht so eine astreine, geile Punchline, mit der du nicht direkt rechnen kannst, weil es halt so aufgebaut ist. Bombe, Bombe. Gucken wir uns nochmal an. Das ist einfach ein Vierzeiler oder was? Ein perfekter Vierzeiler. Bams. Ins Gesicht. Alle feiern's. Haymaker. Killer. Wirklich Killer. Geh nochmal. Deine Eltern wollten nach Bin kacken und Bin der Hautentzündung sicher keinen dritten Sohn. Seine Mutter so, Bin schwanger und sein Vater, Bin kurz Kippen holen. Und dazu, dass es einfach richtig geil geschrieben ist, ist natürlich auch Bombe performt, also achtet mal drauf, Mimik, Gestik und so, das machen einfach die wenigsten. Die wenigsten können das und bei den wenigsten kommt es auch natürlich rüber, wenn man Schauspiel hat oder wenn man Punchlines irgendwie pantomimisch oder mit Gestik und Mimik untermalt, und er ist einfach ein Natural, er hat ja auch früher auch Schauspiel gemacht, zumindest an Theater-AGs teilgenommen und so eine Scheiße, auch so Clips gedreht und so, der kann das auf jeden Fall. Und das sieht man hier auch. Also, bin schwanger, bin kurz Kippen holen. Andere hätten das einfach nicht so gemacht. Deine Eltern wollten nach Bin kacken und Bin der Hautentzündung sicher keinen dritten Sohn. Seine Mutter so, bin schwanger und sein Vater, bin kurz Kippen holen. Was sag ich denn? Niederl ist ein guter Terrorist. Er wirft eine Granate und tötet 14 Beamte. Und erst dann explodiert die Granate. Props an Chuck Norris. Aber auch wenn der Typ immer so böse tut, er ist eigentlich lieb. Nach meinem Match gegen Mighty Mo haben wir gequatscht und er gab mir seine EP. True Story. Und böse Zungen würden jetzt behaupten, die sieht ein bisschen witzig aus. Aber ich muss jetzt... Boah! Da sind ja sogar Blitze drauf. Das ist Weltklasse, ey. Weiter geht's! Er macht den wirklich lächerlich. Also, Niederlippen macht's natürlich gut, weil wenn er jetzt ernster stehen würde, die ganze Zeit, ne, und sich das ernsthaft reinziehen würde nach dem Motto, und keine Miene verziehen würde, dann wäre es richtig böse. Aber dadurch, dass er die ganze Zeit mitlacht, entschärft er das so ein bisschen, ne? Weil er halt so ein... normal sollte man es nicht machen, aber von ihm erwartet man halt, dass er böse guckt, macht aber nicht das, was die Leute erwarten, sondern... Lacht sich auch selber kaputt darüber, so deswegen, aber ist natürlich Bombe, auch Bombe performt wieder. Gucken wir gerne nochmal aus. Geile Kombo gewesen. Eben der Todes-Haymaker und dann direkt nochmal sowas, was auch noch Real Talk ist. Das macht's ja so schlimm. So, der stellt dich, der gibt dich. Oh mein Gott, Alter, der arme Rob Skewer. Scheiße. Wer ihn gerade nicht erkennt, ne, das ist Robin, aka Rob Skewer, der in seinem letzten Battle gesagt hat, sogar Cynic hat Angst vor mir, ne, nachdem er von Mikesh vergewaltigt worden ist, habe ich dann jetzt Angst vor Rob Skewer auf jeden Fall. Das ist, scheiße, Alter, was ist schiefgelaufen, ne? Was ist da gefühlstechnisch schiefgelaufen, dass du so lachst? Tut mir ein bisschen leid. Ja, vielleicht sollte ich ihn doch battlen und einfach meine Gage mit ihm teilen, ne? Dass man sich irgendwie, vielleicht gibt es irgendwelche natürlichen Gesichtszüge im Angebot gerade. Dann kann er sich da welche holen. Ja,
Böse Zungen würden jetzt behaupten, die sieht ein bisschen witzig aus. Aber ich muss jetzt... Boah! Ey, da sind ja sogar Blitze drauf! Weiter geht's! Ja, bist du nochmal? Ey, guck mal, in der Schule wäre dieser Kampf für sicher Opfer gegen Täter. Doch hier helfen dir nur Skills und keine noch so krassen Schläger. Ey, ich meine, du kommst hier an und machst doch Boxer wie die Hunderasse, doch das ist ein geistiges Duell. Und du bist ja offensichtlich unbewaffnet. Das ist ein Google-Spruch, Mann, ey. Den gibt's schon so lange und den muss man eigentlich kennen. Deswegen, Mann, spar dir doch sowas. Du hast so eine, bist so auf so einem flawless, geilen Weg und dann kommt so ein Ding da drin. Alter, meine Mutter kennt den Spruch, ey. Böse Zungen würden jetzt behaupten, die hat den mir mal gedrückt, hat's aber natürlich nicht. Aber den kennt halt jeder, ne? Wir können doch mit Waffe, aber du bist ja geil, bist ja unbewaffnet. Den kennt doch jeder, ist so alt, Mann, der ist nicht mal. Mann. Ey, das hier ist wie Lyriker gegen Rausschmeißer, Physiker gegen Hausmeister. In der Statistik nennt man deinen IQ-Wert einen unerklärlichen Ausreißer. Aber in der Schule, ja. Nidal war Babu. Ich hab den deutschen Opfers immer Bomben mit Karacho. Ja, ich dachte, du warst der Allercoolste damals. Mit Picaldi-Hose und Jamba-Spar-Abo. Wie war das noch? 10 kleine Streberlein, die lernten für einen Test. Nidal gab ihn Schellen, denn er fand das bisschen frech. Denn er fand das bisschen frech. Sie haben ihn dann verpetzt und er bekam eine 6. Und alles wegen seinem Minderwertigkeitskomplex. Ja. Eine Sache, bisschen Real Talk. Ich weiß, in deinen Battles gehst du nicht selten über Leichen. Urteilst über Dave's und Fischers Leben und echtes ihr Verhalten. Du liebst es, über tote oder krebskranke Väter was zu schreiben. Typisch Syrer. Hauptsache, du kannst irgendwelche Grenzen überschreiten. Bombe. Mehr davon. Bisschen ernsthafter, also ohne dann auch danach zu lachen und so geil. Die gehen ins Herz, die sind nice, Alter. Ey, und der hier ist für Duffs Vater. Der ist krebskrank. I've got 2 more bars, weil ich dich für den Titel des größten Hurensohn einmalig nominier. Nein, ich meinte, ich hab 2 more bars und deine erstgeborene Tochter wünsche ich einmalig Gnom in ihr. Oh. Ey, und nach diesen Bars ist hoffentlich jedem klar, dass ich gewonnen habe. Und mein Gegner, er hält den Mond so wie Sonnenstrahlen. Guck mal, es heißt Bars. Merkt ihr das? Versteht ihr mein Dilemma? Kann man mein Dilemma verstehen? Da sind geniale Momente dabei. Der ist hoch veranlagt, der Typ. Aber da kommen Bad Bars, dann kommen Google-Witze und dann kommt sowas hier. Malignom in ihr. Oh. Gut, doppeldeutig, ganz sauber, super. Ey, und nach diesen Bars ist hoffentlich jedem klar, dass ich gewonnen habe. Und mein Gegner, er hält den Mond so wie Sonnenstrahlen. Also Sonnenstrahlen erhellen den Mond. Und mein Gegner erhält den Mond. Was jetzt? Mond oder Mund? Der Gegner hält den Mond. Wie, der Gegner hält den Mond? Mann, ey. Das ist ein Reach. Du ziehst ein Wort, du bändest ein Wort, du taust einfach Buchstaben aus. Digga, das ist ein Mond und kein Mund. Ne, um jetzt an der Stelle mal hier Chess, was ist das Chess gewesen? Ne, Chess war es nicht, Alter, wie hieß der nochmal? Dat, genau. Der meinte auch so, Umbrella. Umbrella. So, das ist ein so Todes-Reach. Reach-God. Könnt ihr euch mal reinziehen? D-O-T. Dot wird so im Army-Battles der Reach-God genannt, weil der einfach. weil der einfach Wörter misshandelt, die so nicht geschrieben und so nicht ausgesprochen werden. Und das ist jetzt nicht ganz so krass, aber genauso unsauber und falsch einfach. Mein Gegner erhält den Mond. Mein Gegner erhält den Mund. Nein, einfach nein. Guck mal, es heißt Bars over Jokes. Und Nidal ist barsmäßig der King of the Streets. Wenn ich Bars bringe, heißt es, ich sei nicht innovativ.
Trotzdem sind meine Parts statt einem Massaker von Vergleichen größtenteils witzig geblieben, denn das dumme Wortspiele schreiben nicht allzu schwer ist, haben Brian und ich schon bewiesen. Und ja, ich hab's geschafft, im Battles viel zu kassieren und mich mies zu blamieren. Stich Nainaler gegen Cynic und lass mich dann im Rematch rasieren. Ich wurde tausendmal gefickt und das wird immer wieder passieren, doch das ist alles nicht so peinlich, wie ein BMCL gegen Mighty P zu verlieren. Mach mal Lärm für Bojack, ich bin da! Wieder ein unsauberes Rundenende, nicht? Einfach nicht wegen der Bar, die Bar ist Bombe, aber dann vom Timing her, ne? Dann wünscht man sich so zum Beispiel, wenn man jetzt so ein bisschen Perfektionsfanatiker ist, dann einfach, die alle drei Runden haben kein sauberes Ende. Das Ende ist immer so, Stille, und er muss sagen, ist Time. Bring eine Bar und mach direkt einen Move oder schrei direkt Time nach dem Ding. Bei dem Ding zum Beispiel hätte direkt, wir schauen uns das eben nochmal an. Weiter geht's! Time. So, weiter geht's. Doch das ist alles nicht so peinlich, wie ein BMCL gegen Mighty P zu verlieren. Time. Und dann schreist du, darüber schreist du Time und lässt die weiterjubeln. So, das ist geiler. Auch geil. Finde ich auch geil, wie jetzt Nidal Nips so nach dieser Punchline einfach zu einer Kanacken-Version von Brian Damage mutiert. Weiter geht's! Mach mal Lärm für Bojack, ich bitte! Und jetzt alle nochmal Lärm für Nina Nips. Dritte Runde bitte! Dritte Runde, Nina Nips! Ey yo, du sagst, ich war in der Schule so ein richtiger Vollassi, der die Opfer unterdrückt, aber wirklich ist cool, der die Gemobbten unterstützt. Vom Inhalt her ganz klar verständlich, aber das Schwierige beim Freestyle-Konter ist halt, du hast es vorher noch nie geprobt. Es ist das erste Mal, dass du diesen Satz aussprichst und es ist ein One-Take. Wenn man sich da verspricht, ist natürlich dann doof. Es war nicht so schlimm, aber Ey yo, du sagst, ich war in der Schule so ein richtiger Vollassi, der die Opfer unterdrückt, aber wirklich ist cool, der die Gemobbten unterstützt. Der die Gemobbten. Ja, und so einer war ich, du Vogel. Ja? Ey, pass auf! Ey! Als ob. Dieser Benno ist so übertrieben fake. Das ist auch der Grund, warum mir alles, was er sagt, so gleichgültig ist. Und was deine EP angeht, Junge, höchstens deine metrosexuellen WG-Mitbewohner wollen, dass du den Scheißmüll rausbringst. Er sagt, er macht das hier nicht für Geld. Ja, normal, Junge, weil Leute wie du die Taschen voll haben und von klein auf schon in Gold baden. Junge, was macht so ein wohlhabender Chorknabe hier im Battle, hä? Dein Metier ist doch eher Polo oder Golf. Und ich rede nicht von Volkswagen. Ey, und du Vollspaten, das Cynic für seinen Comedy-Scheiß? Alter, wo ist der Witz? Denn im Gegensatz zu dir hat er wenigstens eingesehen, dass er ein Komiker ist. Ey, im Battle gegen ihn sagst du, ich hab hier überall Freunde, von Theo bis zum Heinrichsplatz. Und ich hab's jedes Mal mitgekriegt, wenn du mich beleidigt hast. Denn wir sind hier in Berlin, du Fotze. Das ist meine Stadt. Wow. Das ist also deine Stadt, ja? Da frage ich mich allen Ernstes, was für Freunde du an deiner Seite hast. Denn wenn jemand in meiner Stadt bei meinen Leuten über mich scheiße quatscht, hat er gleich verkackt, kriegt einen Highkick ab und wird zu Brei geklatscht, sodass er sich dreimal überlegt, ob er das noch einmal macht. Benno, begreifst du das? Heute kriegen du... So, und das sind Lines, die ziehen live gar nicht so krass. Aber damit diffamierst du deinen Gegner schon wirklich böse, weil du nimmst halt so ein Representer-Zitat von Bong Taggy und machst das zu Brei, ne? Und machst das einfach dem Erdboden gleich so, weil... Ich habe nicht die Möglichkeit, in dem Battle das zu sagen, wenn er sich hinstellt und sagt, ich habe, was er gerade gesagt hat, ne, das ist, du Fotze, das ist meine Stadt. Also stellt sich ein in Moabit lebender, auf einer Privatschule gewesener Student und Tutorien gebender
Playstation spielender, Burger essender, Teilzeitkiffer hin und sagt, Dicker, das ist Berlin, du Fotze, das ist meine Stadt. So, und Berlin ist, tickt halt anders, ne? Berlin ist halt so, also ich würde nicht mal in Düsseldorf, Düsseldorf und Düsseldorf hat fiese Jungs, hat fiese Ecken, aber ist nicht wie Berlin, ne? Mit diesen ganzen schlimmen Strukturen so. Aber selbst ich, obwohl ich neben Farid Bang noch der einzige Representer der Stadt bin, was so im Hip-Hop-Segment oder im Rap-Segment, weil Battle Rap ja auch ein Teil des Ganzen ist, nicht mal ich würde mich hinstellen und sagen, Dicker, du bist hier in Düsseldorf, das ist meine Stadt, das ist meine Heimatstadt, okay, aber du darfst es erst recht schon mal nicht, weil da kommen von 18 Seiten kommen Leute, sagen, bist du doof oder was? Was representest du hier? Berlin, wer bist du? Was hast du geleistet? Wo sieht man dich? So. Und das nimmt er halt jetzt und wirft ihm das, klatscht ihm das auf jeden Fall böse ins Gesicht, weil das sind Sachen, die gehen einfach nicht. Die ziehen live nicht, aber die treffen auf jeden Fall, weil die wahr sind. Und deine Hurenfreunde aufs Maul. Boah, ich weiß, wer deine Freunde sind. Ich suche einfach nach den schwulsten Leuten der Crowd. Oh. Ey, apropos schwul. Er sagt, Hip-Hop ist Respekt und Toleranz. Auch Schwule haben das verdient. Junge, lieber verliere ich für das, was ich bin, als zu blasen für den Sieg. Alter, nimm mal die ganzen Schwänze aus deinem Mund und hör mal auf, hier so einen Stuss zu labern. Du sagst also, Homo ist keine Beleidigung für dich, ja? Junge, erzähl das deinem arschgefickten Schwuchtelvater. Junge, Junge, dann ist ja nicht mal Nutte eine Beleidigung, denn das ist ja auch nur ein Beruf. Und wenn ich sage, deine schwanzlutschende Hurenmutter wird von jedem Taugenichts gebucht, meine ich das nicht mal böse, Dicker. Sie macht ihren Job nur außerordentlich gut. Ey, wenn es danach geht, dürfte nie wieder jemand eine Mutter hier beleidigen. Denn keiner hat mehr Respekt verdient als eine Mutter, die dich schätzt und liebt. Doch Benno zieht es vor, fremde Tucken zu verteidigen. Und der Fakt, dass du Homos in den Schutz hier nimmst und vor deine eigene Mutter stellst, du ehrenloses Nuckenkind, kann doch wohl nur eins bedeuten. Und zwar, dass deine Eltern Schwuchteln sind. So, er macht das so nice, er baut das so nice auf. Das ist ein geiler Twist, das ist eine geile Logik, dass du sagst, okay, Dicker, du verteidigst Schwule, aber du verteidigst nicht Leute, die Hurensohn sind, also du verteidigst nicht dann deine Mutter und so, das hat er gut aufgebaut und dann mit so einem, mit so einer Endpunchline, das kann nur bedeuten, dass deine Eltern Schwuchteln sind. So eine hirnrissige Kacke, Mann. Obwohl du das so geil aufbaust. Komm, Benno, oute dich! Ey, aber davon mal abgesehen, die Spickzettel. Ey, ey. Bad Bar und sogar noch eine Bad Bar, die schwer zu machen, aber es ist sogar noch eine falsche Bad Bar, weil von Spickzetteln guckt man ab und sieht nicht ab. Also niemand sieht irgendwo ab, sondern guckt ab und natürlich dieser wacke Vergleich, aber gut. Wollte ich noch eine Sache loswerden? Und zwar an die Leute zu Hause, die über unsere Leistungen sprechen und meinen, die Judges würden die falschen Entscheidungen treffen. Mann, ihr habt eines vergessen, denn dieses Feeling, das wir live rüberbringen, lässt sich hinterm Rechner leider nicht messen. Denn seine Aura ist eine kleine Pussy, die sich vor jedem hier einpisst. Und meine Aura dreht am Rad, Junge, als ob Flairs Bewährung vorbei ist. Ja! Real Talk. Ey yo, dieser Benno hält sich für DiCaprio. Doch ich weck ihn auf aus seinen Träumen. Denn er denkt allen Ernstes, er könnte sich hier mit einem Bären anlegen und den Preis abräumen. Doch tut mir leid, mein Freund ist nicht drin. Und jetzt time, du toll. Mach mal her von mir! Das Ergebnis ist 5-0, auch wenn es sehr knapp ausging, trotzdem 5-0, ey, das war bei mir genau dasselbe gegen Battleboy Basti und besser, ja, das war genau dasselbe, es war ein knappes Battle, eigentlich ein 3-2, aber ein 5-0 halt, weil 5 Judges stehen und der Meinung sind, dass 2 Runden von 3 Runden auf den einen Protagonisten gingen, sorry, mein Versprecher ist wieder breit, auf jeden Fall 5-0 für Nieder!
Das ist auf jeden Fall krass so. Ich meine, ich war live nicht da. Ich würde jetzt in, mit Abstand, mit dem jetzigen Auge sagen, dass Bongtegi das ganz knapp für sich entschieden hat. Kann aber jeden nachvollziehen, der das live nicht an ihn gegeben hat, weil die Rundenkonstellation halt so war. Ne? Also du hast als letzte Runde die von Nidal Nip gehabt und da waren noch so zwei, drei Mini-Haymaker drin, dass man sagen kann, okay, die letzte von ihm hat auch geklatscht. Deswegen kann ich das verstehen, dass man das live an Nidal Nip gegeben hat, dass man, ich denke mal, die erste und die dritte Runde hat man wahrscheinlich an Nidal Nip gegeben. Ich hätte aber die für mich jetzt so vorm Laptop gegen die zweite und die dritte ging, also die zweite relativ klar, die dritte ganz knapp an Bongtegi. Hat die genialsten Lines im Battle gehabt, hat die größten Haymaker auch gehabt. Die besten Real Talk Passagen oder die besten Lines, die so ein bisschen wehtun, hatte Nidal Nip. Bongtegi hatte auch 1-2 mit ein bisschen Real Talk Anspruch so. Deswegen, aber 5-0 ist halt so, hört sich für jeden jetzt krass an der Klatsche an, weil natürlich keine Klatsche, ist ein totales Match auf Augenhöhe gewesen, hat ja jeder gesehen, aber wie Basic schon gerade richtig gesagt hat, wenn 5 Leute sehen, dass der eine ganz knapp gewonnen hat, dann ist es ein 5-0, weil es halt 5 Leute sind so, aber wir hören uns nochmal die Judges, glaube ich, noch an, oder? Ja, erstmal 5-0 war richtig madig, so war es überhaupt nicht, spiegelt 0 das Battle wieder. Bei mir war das Ding, Bongtegi hat immer angefangen und ich dachte, Alter, das kannst du nicht mehr toppen. Und dann kam halt Nidal Nip in den ersten beiden Runden für mich nochmal ein Stückchen krasser. Und deswegen habe ich 2-1 an Nidal Nip gegeben. Hallo, mein Name ist Rino Mandingo, ich durfte judgen Bongtegi gegen Nidal Nip. Es ist, glaube ich, im Endeffekt wahrscheinlich eine Geschmackssache, aber um es kurz zu machen, Nidal Nip war für mich ein Gesamtpaket. Also das, was er erzählt, was er ist, hat er genau dargestellt mit seinen Jungs im Rücken, die waren saulustig. Das war irgendwie so ein Gesamtpaket und Bongtegi war witzig, aber irgendwie mehr so Lines nacheinander, bei Nidal war mehr Struktur drin. Deswegen auf jeden Fall eher, aber saugeil. Okay, das muss man natürlich sagen, da hat er jetzt, glaube ich, recht. Dass da mehr Struktur drin war und dass die Bandbreite ein bisschen größer war von Nidal Nip. Das Repertoire war ein bisschen anspruchsvoller so. Aber trotzdem würde ich sagen, von der Qualität her war das trotzdem für Bongtegi eher. Geiles Battle, mein neues Lieblingsbattle. Jo, also wenn ich gewusst hätte, dass die anderen Judges auch an Nidal gegeben hätten, dann hätte es die Tendenz gewesen, die ich gebraucht hätte, um es an Bongtegi zu geben. Aber die erste Runde hatte Bongtegi eine super geile Imitation, wo ich mich sehr, sehr bepisst habe vor Lachen. Aber ich fand dann, dass mit den eine Zeile nach der anderen von Nidal das leicht übertrumpft hat. Dritte Runde ist für mich fast die eindeutigste, die ging für mich an Bongtegi. Da war er, hatte er seine allerlustigsten Sachen und Nidals schwulen Scheme hat mich nicht komplett. Kein Scheme? Rob Skewer, ne? Mr. Pen Game. Das ist kein Scheme. Ne? Wenn du erzählst, dass deine Eltern Schwuchteln sind und wenn du sagst, verteidige doch keine Schwuchteln, mach das. Ist ein ganz normales Topic, ein ganz normales Thema. Ist kein Scheme. Komplett gecatcht, aber die zweite Runde habe ich dann eben, weil ich auch nicht gewusst habe, was die anderen gesagt haben, haarscharf noch an Nidal gegeben und super knappes Battle, super geiles Battle, 5-0 spiegelt auf jeden Fall nicht wieder, wie dieses Battle stattgefunden hat. Ich habe das Battle gejudged, Nidal Nip gegen Bongtegi und auch wenn ich eigentlich mit reinging mit dem Gedanken, dass Bongtegi das Ding locker machen wird, muss ich wirklich sagen, wir hatten hier heute einen außergewöhnlich starken Nidal. Bongtegis dritter Part war wirklich der stärkste des Battles, das ist nicht zu bestreiten, aber einfach die ersten beiden Parts von Nidal waren stärker als die ersten beiden Parts von Bongtegi und somit gewinnt Nidal für mich 2-1 und ja. Hallo, mein Name ist Ninja, ich war gerade bei Don't Let the Label Label You und hab mir das... Ja, was ist denn da los? Hast du durchgemacht oder was? Das ist ja schon wieder hell. Also entweder haben die Bombenstrahler oder die haben einfach... Vielleicht hat die sich nach dem Battle abgeschossen, lag da irgendwo, die hatten die Kameras noch irgendwo rumstehen, die hat sich nochmal eine aufgestellt und sich am nächsten Morgen um 8 Uhr morgens da einfach nochmal vorgestellt und das Battle vom Vortag gejudged, ist auch geil. Das Battle von Nidal Nip und Bongtegi reingezogen und durfte das judgen und hatte die Ehre. Und für mich war ganz klar, die ersten zwei Runden gingen an Nidal Nip. Okay, und wenn jetzt sollte einer von euch Ninja nicht kennen, ne, dann ist das vollkommen zurecht. Oh, keine Ahnung, wer das ist. Und die letzte Runde ging an Bongtegi, also ist klar, wer gewonnen hat.
das war eng und war auf jeden Fall ein knappes Battle meiner Meinung nach, aber die Stile waren sehr unterschiedlich und Nidal Nip hat es einfach rausgerissen. Danke für das Battle. Ja, also ein großartiges Battle. Oh, da ist es wieder Nacht und jetzt kommt mein Homie Falco, Alter, Morlock Dilemma. War das auf jeden Fall, die Entscheidung ist schon etwas hart. Ich bin großer Fan von Nidal Nip, von seinen Battles, aber heute war es für mich ein bisschen eher bei Bongtegi. Die Judges haben es anders gesehen, aber so ist das normal. Und auf jeden Fall ein großartiges Battle und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Don't let the label label you, diesmal richtig ausgesprochen. Peace! Yo, mein Name ist Fatoni, ich war gerade bei Don't Let the Label Have You. Ich habe es sehr genossen, es war sehr lustig. Ich habe das Gefühl, das Niveau wird immer besser, das freut mich sehr. Und zum letzten Battle, ich hätte anders gejudged, aber das ist natürlich auch Quatsch, wenn ich das jetzt sage, weil ich werde immer gefragt, willst du judgen? Ich sage immer, nein, das ist der schlimmste Job der Welt. Und dann denkst du, was? Du judgst dir das so, seid ihr dumm? Vielleicht sollte ich es dann doch mal wieder selber machen, aber ich fand Bongtegi besser, aber es war ein sehr gutes Battle und ich hätte ein knappes Ergebnis erwartet für Bongtegi. Ist egal, tschüss. Yo, hallo, hier ist Andreas, ich habe das Battle gerade gesehen, ich bin von allen 6 Runden auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Ich fand es übergeil, alle Runden haben mich sehr entertained. Ich kann die Entscheidung nicht nachvollziehen in diesem 5-0-Ding, aber ich glaube, die Judges haben ja auch nicht wirklich immer 3-0 gevotet. Für mich war es ein 3-2, egal für wen es ausgeht, es war ein geiles Battle von beiden Seiten. Geil, Alter. Der einzige Typ, der einfach wirklich, der hat sogar Backup beim Judgen, Alter. Nee, nicht mal beim Judgen, sondern nur beim Resümieren, Alter. Nur ein Resümee. Der hat ja nicht mal gejudged. Der gibt seine Meinung und hat dafür noch 2 Weiber als Backup. Als Playboy Pimpalicious Shit, Alter. Heftig. Für mich komplett auf Augenhöhe. In meinen Augen war Nidal Nip auch vorne. Vielleicht nicht 3-0, aber 2-1 auf jeden Fall. Die zweite und dritte Runde von Nidal Nip, die waren kompletter. Es war einfach Killer. Krass, ne? Da kann man mal sehen, wieso die ganzen Sichtweisen divergieren. So, ne? Der eine die Runde, der andere die Runde. Das ist halt wirklich wie Sue Surf, ne? Einer der größten Ami-Battle-Rapper, immer so schön sagt, it's an opinionated sport. Ne? Das heißt, es ist ein Sport, der von Meinungen geprägt ist. Das heißt, es gibt kein besser, schlechter, richtig, falsch eigentlich. Es gibt eine Mehrheit und eine Minderheit, die dafür ist oder die dafür ist, aber es gibt kein das war eine Punchline. Das war keine Punchline. So, das ist ja auch, was ich hier mache, ist ja, das heißt ja nicht umsonst, Cynic macht Auge. Das ist ja meine Meinung, ne? Und weil ich der Meinung bin, ich habe die Battle-Rap-Weisheit mit Löffeln gefressen, gebe ich hier meine Meinung zum Besten. So, und klar hole ich mir Feedback zu meinen Sachen oder zu, wenn Leute kommen und mit mir diskutieren und so. Und dann filtert man sich raus, okay, der hat Ahnung, der könnte Ahnung haben, da ist ein richtiger Punkt, da ist keiner. Man ist ja auch diskussionsbereit. Ich liebe das ja, ist ja voll geil. Man kann nicht einfach sagen, nee, ist so und dann ist das so. Sondern man muss sich auch andere Meinungen anhören, auf jeden Fall. Aber zurück zum Thema Opinionated Sport ist halt so, deswegen gibt es halt im Amiland auch so viele Debatables. Ne? Debatables sind Battles, über die man diskutieren kann, weil nicht klar ist, wer von beiden jetzt der Bessere ist. Deswegen sagt man dann, ja, okay, gut. Du bist in meinen Augen der Sieger, weil das und das. Nee, nee, aber der andere, weil das und das. Der von der Straße kommt, kann Bongtegi nicht fühlen. Der in die Uni geht, kann Nidal Nip nicht fühlen. Jetzt ganz behindert, ganz platt gesprochen. So ist es nun mal. Und deswegen nehmen die Leute die Runden halt auch anders wahr. Der eine ist ein Humorfanatiker. Das heißt, wenn eine Bad Bar kommt oder so und das seinen feinen Humor beleidigt, ist der andere direkt schon um ein Level gesunken. Der andere ist ein Wortspielfanatiker. Das heißt, wenn der geile Vergleiche hört oder wenn der geile Reimpatterns oder so geile Reimstrukturen, ne, geile Nomenreime und sowas raushört, dann wird der dadurch geil. So, jeder wie er meint, deswegen it's an opinionated sport. Und in dem Fall hier zählt nur meine Opinion. Deswegen heißt das Cynic macht Auge. Ihr könnt gerne auch andere Formate machen oder so. Aber die Resonanz auf die bisherigen Sachen, die ich so rausgehauen habe, die erfreut mich auf jeden Fall. Und die macht mich auch stolz. Und ich fühle mich in der Rolle auch wohl, ne, so ein bisschen was zu erklären und so, weil ich habe mir die Scheiße nicht umsonst reingezogen. Und ja, wenn jemand der Meinung ist, er hätte mehr Ahnung vom Battle Rap, dann kann er, dann können wir uns gerne mal unterhalten, weil das ist wirklich, das, was ich hier abliefere, ist auch noch, das ist noch relativ, so die Spitze des Eisberges, weil ich bin immer noch dabei, an diesen Ami-Dingern da zu schrauben. Und wenn ich mich mit denen geeinigt habe, dann sehe ich das als meine Aufgabe einfach,
Ami Battle Rap, also es heißt die NBA quasi des Battle Raps, also die Besten der Welt, die das erfunden haben, die den Takt vorgeben, die Battle Rap, die wirklichen Battle Rap sind, wirklicher Battle Rap sind und waren auch damals, die ganze Evolution, die ganze Geschichte und so. Ich habe voll Bock, euch das auf jeden Fall zu erklären. Und ich warte nur darauf, dass die halt, dass wir uns halt einigen können. Wir sind schon in Kontakt, wir müssen uns einigen. Und ich glaube, da ich jetzt so viel am Ende gequatscht habe, gibt es auch heute kein Schlusswort, sondern das war jetzt das Schlusswort. Supportet, liked weiterhin, zieht euch die Sachen rein und es soll auf jeden Fall noch viel mehr kommen. Haut da rein, meine Lieben. So, meine Lieben, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Meine Expertenmeinung zu Bong Taggy gegen Niederlip. War noch irgendwas? Eigentlich alles gut. Aber wer Bock hat, richtig zu supporten, der geht auf www.cynic.de. Wird gleich nochmal eingeblendet und holt sich ein richtig freshes Shirt. Cappies werden demnächst gemacht mit geradem Schirm, mit gebogenem Schirm, Basecap, wie die ganze Klamüserei da auch heißt. Was gibt es noch? Ich glaube, das war es, oder? Ja, ich glaube, das war es. Danke fürs Zugucken und ich lege mich jetzt nochmal hin.